zusätzlich gleichzeitig dazukommt, dann könnte das Ganze problematisch werden und richtig lang dauern. Das muss ich dann noch gucken, ob das überhaupt hinhaut, wenn ich drei Sachen gleichzeitig render. Mit 2 Grad zu hin, ich meine, ich muss definitiv Abstriche machen, ich kann nicht zocken oder so, ich muss jetzt auch das Rendern beenden, damit ich hier aufnehmen kann. Ja, Videos gucken. Ich gucke mir zurzeit The Big Bang Theory zum dritten Mal an. Ja, aber das ist einfach eine erstklassige Serie, muss ich sagen. Diesmal auf Englisch und ganz ehrlich, ich hätte es echt nie für möglich gehalten, aber ich muss sagen, ich finde die Serie auf Englisch besser. Klar, jetzt kann man sich denken, ja, im Grunde ist es ja das Gleiche, aber es passt einfach besser. Es passt mehr zu den Charakteren, muss man einfach sagen. Ich meine, natürlich, die Synchronsprecher sind auch erste Klasse. Das muss man einfach mal lassen. Das ist in Deutschland allgemein so, dass alles synchronisiert wird und deswegen. Synchronisiert nennt man das so? Doch, ich kann auch gleich in der Mittelspur bleiben. Und deswegen, ja, ist auch wirklich gut, dass es einen Synchronsprecher gibt, aber es ist halt nochmal was anderes, das ist in der Originalversion zu hören. Gefällt mir persönlich besser. Hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe immer gesagt, was? Serien auf Englisch schauen, das ist doch der größte Scheiß, den es überhaupt gibt. Aber ich habe mich getäuscht. Okay, ich dachte auch, ich werde in YouTube nie über die 30 Abonnenten hinauskommen. Ich war 88 km/h, als ich die Strafe bekommen habe. Ich darf 90 fahren. Naja. Es geht ja noch. So, ich muss jetzt auch aufpassen, damit mein Geld nicht zu schnell leer geht, aber ich denke, das sollte auf jeden Fall hinhauen. Oh, wir haben nur noch 3 Stunden Fahrt. Und das ging jetzt echt hammermäßig schnell von 7 auf 3 Stunden. Schalte ich mal kurz einen Gang runter. Zwei Gänge runter. Und jetzt kann ich gleich wieder hochschalten. Nee. Dass die Autos nie wissen, was sie wollen. Ich glaube, ich muss die Kupplung mehr benutzen, weil die ist ziemlich kalt. Also ich spiele gerade barfuß und. Die Kupplung ist kalt. Also, ne? Für die, die es wissen, das geht 20 Grad der Metallpedale. Und dat, wenn das eine Weile rumsteht und da keine warme, nichts gewärmt wird, dann wird das schon ziemlich kühl. Aber es geht auf jeden Fall noch klar, zum Glück. Wenn ich da jetzt festfrieren würde mit meinem Fuß, das wäre etwas problematischer, aber geht klar. So kalt ist es jetzt auch nicht. Ich meine, wir haben August. Okay, wir hatten heute Nacht unter 10 Grad, aber wir haben August. So. Dann die letzten 3 Stunden, die letzten 200 Kilometer. Genau, 200 Kilometer in 3 Stunden. Obwohl, kann vielleicht hinhauen. In ETS vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten, ich weiß nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das geregelt ist mit der Zeit in ETS und mit der Zeit in echt. Das könnte ich mir mal angucken, stimmt eigentlich. Werde ich wahrscheinlich irgendwann mal googeln. Und dann ohne großen Aufwand es einfach wissen. Oder ich werde einfach am Anfang von 10 Minuten auf die Uhr in ETS 2 gucken. Und am Ende der 10 Minuten auf die Uhr in ETS 2 gucken und dann ungefähr wissen, wie viel Zeit vergangen ist. Auf zu blinken. Bremst ein bisschen, noch ein bisschen. Ach, das gibt's. Jetzt bin ich auf die Bremse gestiegen, statt aufs Gaspedal. Ich bin der beste Fahrer auf der Welt. Das geht gar nicht besser. So, ich fahr. Ich weiß gar nicht, wer jetzt hier als erstes fahren dürfte. Ist egal. Die KI wartet, also fahre ich. Oh, Regengeräusche sind weg. Oh, Regengeräusche sind wieder da. So. Der Sound könnte noch etwas leise sein. Ich gehe da meistens bei Spielen auf Nummer sicher. Aber ich guck mal, ETS 2 werde ich den Sound vielleicht noch ein bisschen lauter machen. Ich weiß nicht. Bei ETS 2 ist einfach ein Spiel, da fällt mir das immer ziemlich schnell auf, wenn der Sound leise ist. Das ist eigentlich sonst bei keinem Spiel so. Also bei ETS 2 dachte ich mir jetzt immer so, ja, der Sound muss genau passen. Das war auch schon, wo ich die ersten 11 Folgen gemacht habe. Aber sonst bei irgendeinem anderen Spiel, Special habe ich mir nie Gedanken um den Sound gemacht. Ich habe gemerkt, ich übertöne den Sound. Und man versteht mich gut. Und das war es dann eigentlich. Der Rest war mir scheißegal. Aber hier einfach. Na, ich glaube, ETS 2 ist halt ein Spiel mit Atmosphäre, sage ich mal. Also, ja, ich denke, es ist einfach nur der Wille, das Spiel so.
atmosphärisch wie möglich zu gestalten und auch das Gucken so atmosphärisch wie möglich zu gestalten, so realistisch wie möglich. Und ich denke mal, dazu gehören perfekt an die Lautstärke angepasste Sounds dazu. So, das wird jetzt dann aber sowieso noch jetzt erstmal nicht, weil ich weiß dann auch nicht, wie das aussieht mit den Sounds mit meinem neuen Mikro. So, geh ein bisschen Gas. Komm. Ja, ich weiß nicht gar nicht mehr, was ich sagen soll. Sei nicht mit der Mikrofonqualität so gut, also wie findet ihr die und ja, wie findet ihr die? Und findet ihr, ich brauche überhaupt ein neues, weil ich bin noch im Überlegen. Es gibt echt Momente, da höre ich teilweise in meine Videos rein und denke mir, Alter, ganz ehrlich, ich krieg gleich das Kotzen bei der Qualität. Und es gibt auch Momente, da denke ich mir, ist doch gar nicht so schlecht. Ne? Das ist immer unterschiedlich. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Aber ich denke, ich werde mir ein neues Mikro kaufen, weil ich allgemein unzufrieden mit der Audioqualität bin. Ja, einen neuen Bildschirm werde ich mir jetzt aus dem Grund noch nicht kaufen, da jetzt dann ich den hier wegtun würde, müssen, müsste, müssen würde, tun tutet. So, da warte ich jetzt hier noch bis Weihnachten, da bekomme ich einen neuen Fernseher, dann, also ich habe rechts mein Bildschirm, links mein Fernseher und dann kommt links der Fernseher weg, ich bekomme einen neuen über meinem Bildschirm gehängt und dann, ja, habe ich links neben meinem Bildschirm noch Platz für den weiteren Bildschirm. Und da habe ich zwei Bildschirme und das finde ich auf jeden Fall praktisch. Achso, ich bin bei der Grenze. Ab nach Niederlande, glaube ich. Holland, Niederlande, was auch immer. So, mit 50 km/h. Ab geht's. Aber hier fährt keiner sonderlich schnell. Was daran liegt, dass es eine Landstraße ist, denke ich mal. So. Schlafen muss ich nicht mehr. Ich denke, das halte ich durch. Das gucken, ich glaube, ich 6 war der Knopf, ne? Genau. Die nächste Stunde ist in 5 Stunden. Die nächste Pause ist in 5 Stunden. Verbleibende Zeit ist 8 Stunden. Und ich bin da in 2 Stunden. Also, ich habe auf jeden Fall noch Zeit. Da kann ich ankommen und dann schon den nächsten Auftrag annehmen. Und dann erst Pause machen. Obwohl, ich gucke jetzt erstmal dann, wenn ich den Auftrag fertig habe, wie viel Uhr es überhaupt ist. Ob ich jetzt überhaupt noch einen neuen Auftrag machen muss oder ob ich jetzt mich jetzt erstmal darum kümmere, damit heute und morgen die Videos regelmäßig kommen. Und ja. Was ihr auch mal gerne wissen wollt, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie euch die Thumbnails gefallen. Ob man da noch ändern was. Ob man. Alter, ganz ehrlich, ne? Ob man da noch was ändern könnte oder ob es ja so gut ist. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Sieht sehr schön aus, muss ich sagen, wenn man da die Thumbnails sieht, statt immer nur irgendwelche Videoausschnitte. Ist echt eine schöne Abwechslung. So, dann geht's hier vorne links. Ein bisschen abbremsen. Wo ist abbremsen? Das geht. Ich dachte, langsam geht's nicht mehr. Ah, der war so unglaublich scheiße. Ja, komm. Irgendwie versucht man ja dann immer ein bisschen die Stimmung zu heben, auch wenn es überhaupt nicht funktioniert. Also, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie das ankommt, aber meiner Meinung nach hat das eher die Stimmung.